So, meine lieben Freunde, wie wir schon in Herr der Ringe gesagt haben, jetzt ist Orcmonster Unchained am Start. So, wir haben jetzt hier schon mal eine Lobby geöffnet, mussten ein Custom Game machen, weil Cooperative Play noch nicht Party Matchmaking unterstützt. Das heißt, wir haben das jetzt so gelöst, haben jetzt hier aber eine Gruppe gemacht, wo wir mit Bots gegen Bots spielen. Also sprich eigentlich Cooperative Play nur auf Custom Game jetzt schnell gemacht. Ja. Oh, und dann würde ich sagen, es ist jetzt unsere erste, sagen wir mal, erste richtige Runde Orcsmonster Unchained. Wir haben beide bisher nur das Tutorial Nee, gespielt. noch nicht mal. Nicht mal, okay, ja, Ich okay, bin ich mal hab's aber kurz gespielt. in so ein Game mit Bots reingejoint, hab gedacht, was ist das denn für ein Scheiß? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Bin rumgerannt, hab ein paar Orks gekillt und dann bin ich rausgegangen, weil ich einfach nur mal austesten wollte, wie das Spiel so ist. Okay. Ja, So, jedenfalls, du ich musst hab. mir gleich was, ein bisschen was erzählen. Ja, okay, Erklär. alles klar. Ja, werde ich auch gleich machen. Also, wie gesagt, ich habe den Tutorial-Bereich gespielt. Und bevor wir noch mehr Zeit verlieren, würde ich sagen, launchen wir das Spiel. Und dann werde ich dir, glaube ich, in-game gucken, dass ich dir das möglichst gut erklären kann. Bist du bereit? Eine Sekunde. Hast du schon die Grafikeinstellung hochgestellt? Fällt mir gerade ein, dass ich das, glaube ich, vielleicht noch nicht gemacht habe. Die müssten bei mir oben sein. Ist egal, dann fang einfach an. Launch Game. Das ist halt So. bei mir ein bisschen schlechtere Quali. Also, Enemy Team hat schon alles gepickt. Wen spielen wir denn? Also, ich glaube, für die Abwechslung machen wir vielleicht nicht gerade denselben Champ. War Mage Ja, und gut. Sorceress habe ich keinen Bock. Das sind ja die Standardcharaktere. Da habe ich keinen Bock drauf. So, Winston könnte vielleicht interessant sein. Ja, Right-Click der ist on Item ja and More. heute irgendwie diese Woche free to play. Genau. Ich finde das hier schon ziemlich interessant, wie das ist. Wie gesagt, die beiden Hauptcharaktere auch aus dem Hauptspiel, die würde ich jetzt nicht unbedingt spielen. Ich würde einfach sagen, einer spielt zur Winston, der andere sucht sich einer entweder Hogarth oder so aus, oder Hogarth. Ich wollte eigentlich mit sehr großem Interesse mal gerne die Ivy spielen. Also, ich weiß nicht, ich Ja. fände es ganz cool, wenn du eigentlich Sir Winston spielen würdest, dann würde ich die Das Ivy nehmen. können wir gerne machen. Ja, okay, alles klar, gut. Bin ich der Schwatte? Muss noch Ready oder so drücken, unten rechts. Lock Ach, Lock Hero, Hero. genau. Ja, Lock Genau. Hero. Choose your deck, was ist das denn? Starter Deck? Wo Ja kannst du gut, denn wir haben nur hin? Starter Deck zur Auswahl. Mach ich einfach mal Lock Hero. Ja gut, dann würde ich sagen Launch Game, ne? Jo, Gut. ich bin gespannt. Ich auch. Wie gesagt, erste Runde jetzt richtig mal gegen Bots. Vorher nur Tutorial, da waren keine Bots da als Gegner da. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Orcsmaster Unchained. So, Viel Spaß dabei. ich muss sagen, ein Spiel, worauf ich mich eigentlich sehr freue. Ich habe die also ersten beiden Teile gespielt, Robstructor auch. Obwohl den zweiten Teil mehr als den ersten hast du gespielt. Und ja, dann bin ich ja jetzt an die Beta-Keys gekommen. Dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt so ist. Kannst du dich schon Was bewegen? da? Ich bin noch hier im Ach Ladebildschirm. Was so, ist okay, da? das würde erklären, warum ich mich nicht bewege bisher. Dann warten wir momentan gerade auf dich. So, jetzt bist du, glaube ich, auch drin, ne? The game is about to begin. Wunderbar, dann können wir uns jetzt auch gleich bewegen. Also, ich bin ein Fernkämpfer, so wie es aussieht. Du halt eben Nahkämpfer mit Sir Winston. Und das Oh. heißt, wir können uns jetzt bewegen. Look to me for healing. Okay, So. jetzt laufen wir hier lang. Ja, genau. Und gucken, also oben auf der Karte sehen wir, wo die Gegner spawnen und sonstiges. Hier können wir spawn Waves, also sprich Enemy spawnen, die wir uns halt eben aussuchen. Weil Kann ich unser mir jetzt auch. Portal noch auf Stufe 1 ist, du kannst hier oben rechts upgraden, das machen wir jetzt einmal einen Punkt. Kannst du dir dann aussuchen, welche Einheiten du spawnst. Ich habe jetzt hier noch Orks, die werde ich jetzt hier rüber spawnen. Die du gerade siehst, Robstructor, spawnt halt eben normale Einheiten hier raus. Du Ich hast kann ja auch eine jetzt auch deine. normale. Genau. So, einer der Bots, der Mobot, hat jetzt hier die Roughnecks genommen. Ansonsten, die sind, glaube ich, genauso stark, nur halt eben in Menschenform. So, das heißt, in ein paar Sekunden geht's auch schon los. Wave in 30 Sekunden kommt hier dann raus. Wir haben unsere Fallen auf 2, 3, 4 und 5. Ja, sehe ich Unsere gerade. normalen. Normaler Angriff ist auf 1. Auf Monsters meine ich. Und ein Verstärkter ist der auf der rechten. Auf Q und E sind unsere verstärkten Skills alle. Hier stehen die Gegner vor diesem Tor. Also könnte ich jetzt hier schon einen Fall Ja, du platzieren? kannst hier schon auch schon drauf gießen auf das Tor. Unser Geld wird. Moment, das ist da unten. Stimmt, unten neben unserem Charakter-Icon. Zerstören wir zusammen das Tor. Und übrigens, wir gehen jetzt in die Nähe unserer Minions. Weil in der Nähe unserer Minions kriegen wir, wie heißt es? Kohle. Ach so, und sonst nicht? Nee, sonst gibt's nichts. Du siehst auch, wenn du dich dort hinbewegst. Ich würde aber sagen, es wäre schlauer, wenn, Zombie, wenn wir beide verteidigen. Weil du siehst, links auf der Lane wird gerade angegriffen und hier sind schon die ganzen Ja. anderen Bots. Das heißt, wir bewegen uns Okay. mal auf die andere Lane, okay? Ich frag dir einfach mal, ne? Ja, okay, machen wir das. Ich finde es ganz komisch, dass er automatisch rennt und nicht erst Rennen eingeben muss, ne? Das finde ich nämlich komisch gemacht. Und die coole Orcsmas-Style-Musik. So, Open Door.
Dir können wir jetzt fallen. Ja. Nein, muss ich gucken. Ach, auch gegnerische Vorzeige. Mhm. Ich konnte jetzt nur eine Falle setzen. Ja, das ist nicht jedes Tolle. Ja, ich könnte auch nur eine Falle bisher platzieren. Was ist das nicht? Weil ich hab kaum noch Leben, fällt mir dabei auch gerade. Er ist tot. Okay. Sehr gut gemacht, Rob. Ich hab ihn nur wenig angegriffen bisher leider so. So, warte mal, irgendwie kann ich glaube ich heilen. Ah ne, es wäre eine Bewegungsgeschwindigkeit, glaube ich. Nein, ich bin hochgesetzt. Okay, ich habe jetzt gerade geheilt für dich. Ja, sehr gut. Ich setz mal hier ein paar Pfeilfallen hin. Das mache ich glaube ich immer gut. So, jetzt kommt wieder ein bisschen. Also meine Spezialattacke mit dem Schwert, dann dreht er sich so einmal um seine eigene Achse. Mhm. Ich weiß bisher noch nicht genau. Bei mir auf dem Rechtsklick mache ich einen verstärkten Bogenschuss einfach nur. Jetzt sind wir eben. Oh, hier ist ein Ding, der Champ. Wie sehe ich den? Mist, ich habe momentan noch keine Fähigkeit für dich. Sonst würde ich dich heilen eigentlich. Du kannst mich heilen? Ja, aber dafür muss meine Fähigkeit mit dir werden. So, jetzt kann ich auch noch ein paar Dinger platzieren. Wir machen hier mal eine Deckenfalle. Oh, hier greift wieder einer an. Ja. Der Warmage. So, ich heile uns beide erstmal. Sehr gut. Wie kannst du dich denn heilen? Ich habe G und F. Da habe ich auch irgendwas drauf. U und E. Was? Müssen eigentlich die Fähigkeiten sein, die du sonst noch hast. Ich weiß aber nicht, was du mit denen machen kannst. Da müsstest du dich dann einlesen. Also mit meiner Q heile ich, mit meiner E kann ich glaube ich die Gegner... Oh, ich habe mit meiner E ein riesen Schild. Wir werden hier, glaube ich, gleich angegriffen. Okay. Oh shit, oh shit, ich kann mich gerade nicht bewegen. Oh, lauf, 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 lauf. Ja, das ist mega komisch. Ach, das ist der Warmage hier. Oh, fuck, das sind ja 5. Oh, nein! Lauf doch! Oh, fuck! Ich lebe, nein! Oh, so, pick up the knight to enemy. Jetzt muss ich erstmal weglaufen, ey. Fuck. Nope. Ganz ehrlich, ich dachte, da wäre ein oder zwei, da waren fünf. So, jetzt habe ich 1000 gerade wieder, das heißt, ich kann hier das Warcamp kurz mal upgraden, hier rechts. Ne, links müsste das wirklich sein. Mal gucken, ob ich was Besseres jetzt bauen kann hier. Müssten wir uns nicht eigentlich auch um unser Hauptportal mal hier irgendwie upgraden oder so? Ja, ich habe nicht das Hauptportal habe ich geupgradet, sondern das war. Moment, oh, hier greifen gerade die Gegner an. Wäre ganz gut, wenn ich hier hinkomme, das glaube ich. Weil ich brauche Coins für meine E-Fähigkeit. Was soll das denn, ey? Aber hey, Mann, jetzt sterbt doch irgendwie scheiß Viecher. Ich bin doch gerade noch an. Na komm. Was ist hier eigentlich für ein? Oh, sorry, was hier einer ist. Nein, der gegnerische Champ, was ist da einer? Halt schon. Will ich mal wissen, was unsere Minions da, unsere Bots machen. Hast du dir bei dem einen Morgen, das ist auf Stufe 2, schon die verstärkten, Creeps geholt? Nee, hatte ich noch nicht. Ja, kannst du ja erstmal machen. Schön ein neues Feldchen gebaut. Also soll ich mal jetzt zurück zu unserem Tor gehen? Ja, zu dem Verstärken halt, zu dem Zweier-Tor. Das wäre aber hinten eigentlich. Also ich habe jetzt schon einmal verstärkt, ne? Ja, hast du denn auch die neuen Minions gespawnt, die verstärkten? Nee, die habe ich nicht, weil ich zweimal upgradet habe und nicht mehr genug Credits hatte, um das zweite Minion zu spawnen. Okay. Kann ich jetzt nicht machen. Ich habe 454, ich habe nur 500 Credits, weil ich zweimal auf Upgrade gegangen bin. Eben. Jetzt müsste er mich wieder angreifen, jetzt immer. Ja, er hat geslowt gerade. Werde gut für den Sack. Hm.
weg müssen sterben. Und ich bin eigentlich der Einzige, die wieder ordentlich verteidigen hier, die Seite. Ich mag mich nicht. Auch hier, der eine verteidigt auch gut. Oder mal zeigen. Ich würde gucken, dass wir versuchen, das zweite Warcamp da zu öffnen. Weißt du, welches ich meine? Hier das. Momentan habe ich dafür aber noch keine Punkte. Setz mal noch hier ein paar Fallen hin. Ja, ich auch. Man hat voll wenig Geld für Fallen, ne? Mhm. Ich weiß ganz genau, warum du ihn genommen hast. Was, wieso? Wegen dem Fernkämpfer, du bist immer Fernkämpfer. Fernkämpfer ist ja auch was Nettes. Oh, da kommen fettere Gegner. Oh, da ist gerade ein Bot abgehauen. Durch unsere Reihen gerade. Hey, jetzt wird schon wieder gesnowt. Ah. Boah, ich hasse dieses Stars, ne? Boah, scheiße, die haben jetzt schon. Yoga hier. Ja, was ist das? Was ist das? Komm. Was bedeutet eigentlich dieser Pfeil nach oben? Pfeil nach oben? Ich hab hier keinen Pfeil nach oben. Boah, das ist ja weg. Ja, aber immerhin sind unsere auch genauso weit wie die Gegner, die nach oben gerade kurz. Ja, schon. Alter, ich hasse den Stun, ne? Weißt du? Boah, ich bin fast wieder tot, ey. Ich mach grad Heilung von uns beiden. Ja, danke. Ich muss sagen, Sir Vincent gefällt mir nicht. Komm, den killen wir. Ja, bin ich dabei. Jawoll! Hast du den gekillt? Weiß ich nicht. Aber jetzt können wir Warcamp hier aufmachen. Komm, hier, helf mir beim Tor. Ja. Nein, noch nicht aufmachen, aber wir können das Feld weiter upgraden. Das Warcamp ist immer noch auf Stufe 2 da drüben. Das heißt, okay, die Gegner haben schon Stufe 3er Warcamp. Wir müssen gucken. Wer will mich stressen hier, der scheiß Fischbot? Der stirbt. Oder ich sterbe. Genau, machen wir noch eine Falle. Haben wir eigentlich auch schon Level 2er Creep? Und wir haben nur Level, ja, wir haben Level 2, aber wir haben Level 3er. Das ist das Problem. Aber unser Walk ist auch gerade Level 3 geworden. Oh shit. Das ist gerade schlecht. Was die Trolle für ein scheiß Leben haben, ey. Ja, das stimmt. Frag mich, wann die Bären kommen. Okay. Aus dem Trailer hast du ihn gesehen? Nee. Oh, unser Guardian ist hier schon so gut wie down. Oh, fuck. Enemy Warcamp opened. Okay, die haben das eine Warcamp da geöffnet. Sollen wir es nicht auch mal öffnen, unser Set? Ja, wenn wir genügend Punkte hätten, aber die Gegner, und ich meine, unsere Verbündeten helfen ja nicht groß dabei, leider. So, ich kann einmal upgraden. Ja, ich auch nur einmal. Da kommt direkt die nächste Welle von Gegnern. Schade, dass man keine Bogenschützen öffnen kann. Wie in den Spielen. Ich fand immer geil, da kann man nur Bogenschützen mal so machen. Mhm. Oh, man wird hier nur gestunt, ne? Mhm.
Ja, endlich, unser Warcraft wurde geöffnet. Bisher sieht die Runde nach dem Blues aus. Bitte? Bisher sieht die Runde nach dem Blues aus. Die Gegner sind uns ein bisschen voraus. Ja, ist trotzdem unsere erste Runde, also. Ja, der will abhauen. Kommt er aber nicht. Ja, komm, der ist tot, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Ja, komm, jetzt geht er drauf! Oh. Okay, wunderbar. Einer weniger. Scheiße. Die brechen gerade durch diese Einheit da. So, warte mal, ich mache an unseren einen Warcamp mal weiter, das Dreier. Das muss Stufe 4 am besten mal erreichen. Wir müssen auf der rechten Seite aufpassen. Bring mal Dreier-Gegner raus, ne? Ja, ich bin auch noch oben. Okay, alles klar. Lass mal gucken. Wir müssen hier nach rechts weiter. Jetzt erwische ich den nicht! Was soll das denn? Jetzt lauf! Oh fuck. Fuck, ich muss hier weg, ich bin fast tot. Jetzt mal heilen. Ne? Wir kriegen langsam echt Probleme. Die kommen durch unser Rift jetzt durch. Ja, ich bin fast. Fuck, wo sie kommen? Oh. Wir müssen die linke Seite unbedingt befreien, das geht gar nicht klar. Die kommen da mit dem Rift viel zu heftig durch. Und irgendein scheiß Bot ist hier bei uns in der Gegend. Wo bist du jetzt? Ich bin tot! Boah, wenn die jetzt hier durchkommt, die Welle, dann sind wir kaputt. Unsere Bots sollen auch mal ein bisschen was drauf haben, ey. Oh, da war es der Tod, der Fetzel. Boah, man wird hier nur gestunt, ey. Ah, okay, die Gegner haben jetzt auch die ersten Gegner reinbekommen. Aber auf der rechten Seite müssen wir auch noch ein bisschen reinpushen. Aber das sind zum Glück gar nicht so relativ aktiv, da würde ich nicht so aktiv dran arbeiten. Ja, komm, sauber, der ist auch noch down. Da, der ist gestunt. Komm, machen wir down, den machen wir down. Wunderbar, schön. So. Können wir das Warcamp 3er hoch machen? Ansonsten arbeiten wir am 1er weiter. Also könnten wir upgraden. Okay, alles klar. So. Wieder links verteidigen, komm. Okay, die Gegner haben nur noch 9 Leben. Oh, und wir müssen rechts aufpassen, auf der Seite. Aber auch genauso wie links. Next wave. Ja, sie kamen durch. Ach, wir haben gewonnen. Fuck! Das ist unnötig, das war richtig unnötig, ey. Weil nur die rechte Seite da offen war. Hätten die Gegner nicht vor uns das Warcamp geöffnet, dann hätten wir es auch geschafft. Ja, schade. Defeated. Ah, defeated, 0-4. Ja, wie, das heißt jetzt 0-4. Ja, die Gegner haben noch 4 Leben gehabt. Wir hätten nur noch 4 Minions durchkriegen müssen. So. Ah, das ist scheiße. Ja, null Erfahrung, nur weil wir verloren haben, oder was? Ah, das ist doch ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich gewesen. Schade eigentlich. Na gut. Habe ich schon zur Friend Request. So, okay.